Hallo und herzlich willkommen heute zu Börse at Home. Ein super spannendes Thema und auch ein sehr nachgefragtes Thema von Ihnen. Wir sprechen heute über steuerliche Aspekte für die vorausschauende Vermögensplanung. Und zu Gast ist bei uns Christoph Leichtweiß. Viele von Ihnen kennen ihn sicherlich schon. Christoph, ganz klasse, dass du da bist und heute deine Steuerexpertise mit uns teilst. Die Session wird aufgenommen. Sie bekommen im Nachgang für alle angemeldeten, registrierten Teilnehmer wie immer die Aufzeichnung zugesendet. Und für alle, die auf YouTube gerade schauen, gerne einen Daumen hoch. Da freuen wir uns drüber. Wenn Sie Fragen haben, gerne über den Chat. Da gehen wir dann im Anschluss der Präsentation drauf ein. Christoph, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Vielleicht ein paar Worte zu dir. Für diejenigen, die dich nicht kennen, magst du dich ganz kurz vorstellen? Ja, vielen Dank, Fabienne, für die Einladung, mal wieder hier sein zu dürfen. Kurz zur Person. Christoph Leichtweiß, 45 Jahre alt, seit 1999 in der Finanzdienstleistungsbranche unterwegs und dementsprechend auch in vielen Facetten und Bereichen, die steuerliche Aspekte berühren. Damals bei der Einführung der Abgeltungssteuer habe ich viele Seminare für die DATEV, also für die Haus- und Hoforganisation der Steuerberater, vorgenommen. Und seitdem begleitet mich dieses Thema und von daher freue ich mich auch, dass wir den Aspekt heute aus verschiedenen Punkten beleuchten können und Ihnen vor allem auch zu sagen, auf was Sie achten sollten und wo Sie sich im wahrsten Sinne des Wortes nichts verkaufen lassen dürfen. Sehr schön. Dann, the stage is yours. Wir sind gespannt. Ja, vielen Dank. Wir springen auch direkt rein in das Thema. Sie alle nehmen es wahr, ein sehr präsentes Thema. Steuern sparen in Deutschland, wie ist das möglich? Die vermögensverwaltende kapitalanlegende GmbH als großer Aspekt. Wir sehen viel Werbung. Wir sehen Werbung dazu. Setzen Sie doch Ihre ETF-Sparraten von der Steuer ab. Und warum zahlen Sie eigentlich 25% Abgeltungssteuer, wenn Sie Ihre Aktiengewinne nur mit 1,5% versteuern müssen? Also das Thema omnipräsent, Steuern in der Vermögensanlage. Und wie es zur deutschen Börse passt, fokussieren wir uns heute auf das Thema Wertpapiere. Das heißt, der wichtige Komplex der Kapitalanlage, Immobilien, den werden wir heute nicht berühren, um auch wirklich die Zeit zu haben, uns die Welt der Wertpapiere und Börse anzuschauen. Wir steigen ein mit dem Thema zeitlose Grundlagen und ausgewählte Fragestellungen. Das, glaube ich, wichtig, um die Basis zu legen. Dann ein Thema, was alle angeht, Investmentfonds und Altersvorsorge. Welche Aspekte gibt es hier zu beleuchten? Worauf sollten Sie achten, wenn Sie eigenständige Anlageentscheidungen treffen? Worauf sollten Sie achten, wenn Sie beraten werden, sei es zu Steuerberater oder Finanzdienstleister? Zu diesen Themen, was könnten da passende Fragestellungen sein? Und der Teilnehmerkreis hier mit Sicherheit heterogen. Es gibt junge Menschen mit vielleicht weniger Vermögen, die wollen Vermögen aufbauen. Es gibt Personen, die sind vielleicht schon etwas weiter mit der Vermögensstrukturierung oder sind durch Erbschaften zu Vermögen gekommen. Die haben vielleicht leicht unterschiedliche Fragestellungen und dementsprechend sehen wir dann in diesem dritten Teil nochmal, was sind die Aspekte, die für vermögende Anleger gelten. Und auch hier gilt natürlich, worauf gilt es zu achten. Insgesamt die zeitlosen Grundlagen, die schauen wir uns hier an, nicht nur im Angesicht der jüngsten Haushaltsdiskussion in Deutschland. Wir alle wissen, es gibt große Themen, die zu finanzieren sind. Das möchte ich auch gar nicht werten. Aber grundsätzlich, wenn wir das Thema betrachten, wie könnte denn der Staat agieren, wenn er mehr Geld benötigt? Und das ist durchaus wichtig, sich das mal anzuschauen. Man kann natürlich Steuersätze erhöhen, beispielsweise bei der Einkommensteuer oder bei der Körperschaftssteuer, Mehrwertsteuer ja momentan auch in der Diskussion aus der Gastronomie. Man kann neue Steuern einführen. Denken Sie an das Thema Finanztransaktionssteuer, die es ja auch in einigen Ländern bereits gibt. Aber man kann natürlich auch sehr gut die Steuerbasis erweitern. Das heißt, ohne dass Sie die negativen Schlagzeilen eines höheren Steuersatzes haben, können Sie trotzdem die Steuerbasis erweitern. Besonders dann, wenn man vielleicht Steuerbefreiungen oder Steuerbegünstigungen abschafft oder reduziert, die vielleicht ohnehin steuersystematisch fragwürdig sind. Steueroptimierung seitens des Staates, klar, den Aspekt kennen wir und staatliche Verschuldung,
Leider hat sich ja der deutsche Staat in der Null- und Negativzinsphase, als sich die Bundesrepublik Deutschland für 30 Jahre zu einem Zins von 1% refinanzieren konnte, leider hat man diese Phase ja nicht genutzt, um sinnvoll Vermögen aufzunehmen, respektive natürlich hier Schulden aufzunehmen und dieses dann langfristig in Infrastruktur oder sonstige fortschrittlich respektive zukunftsweisende Projekte zu investieren. Von diesem Allgemeinen, wo geht es in der Zukunft hin? Natürlich klar, aus Sicht der Politik gedacht, wo verliere ich die wenigsten Stimmen? Und die wenigsten Stimmen, die verlieren Sie natürlich tendenziell immer dann, wenn Sie nur wenige Menschen treffen. Und denken Sie einfach mal drüber nach. Auch das Vermögen in Deutschland ist natürlich mit einer gewissen Schiefe verteilt. Wir haben beispielsweise mehr Mieter als Vermieter. Von daher, die Politik hat natürlich auch hier immer die Überlegung, wen kann man wo treffen. Sie alle haben es in den letzten Tagen wieder gehört. Die starken Schultern müssen mehr tragen. Aber der Blick der Politik auf die Definition dessen, was stark ist, die ist wahrscheinlich ganz anders als das, was jeder von uns als stark definieren würde. Auch die Begriffe reich oder vermögend, die sind oft in der Selbstwahrnehmung ganz anders definiert als das, was die Politik als Basis für finanzielle Themen hier heranziehen würde. Wollen wir aktuell steuertechnische Ausnahmen? Klar, Spekulationsfrist bei Immobilien. Sie alle kennen diese 10-Jahres-Frist. Da könnte man natürlich mal was dran drehen. Wir haben die Begünstigung bei unternehmerischen Vermögen, auch die ja in der Diskussion. Und ein Punkt, der uns oft umtreibt, ist natürlich die Fragestellung, wird die Abgeltungssteuer abgeschafft? Sie wissen, die Abgeltungssteuer, pauschale Abgeltung auf Kapitalerträge mit einem einheitlichen Steuersatz von 25% plus Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer. Allerdings müssen wir uns klar machen, die Abgeltungssteuer wurde im Jahr 2009 eingeführt im Kontext auch der Reform der Besteuerungsregeln für Unternehmen. Und von daher die Erwartungshaltung, dass die Abgeltungssteuer insgesamt abgeschafft wird, ohne dass das Unternehmenssteuerrecht gleichzeitig mit beeinflusst wird, die ist nicht besonders stichhaltig. Von daher die Erwartungshaltung wäre eher, dass man darüber diskutieren würde, dass beispielsweise Zinserträge nicht mehr unter die Abgeltungssteuer fallen, sondern unter den persönlichen Steuersatz. Warum wäre das begründbar? Nun ja, Zinsen kommen typischerweise von Unternehmen. Also ein Unternehmen nimmt einen Kredit auf. Die Zinsen, die das Unternehmen zahlt, kann das Unternehmen bei seiner eigenen steuerlichen Bemessungsgrundlage abziehen mit dem Steuersatz des Unternehmens. Auf der anderen Seite der Empfänger der Zinseinnahmen, also zum Beispiel der private Anleger, der zahlt da nur die Abgeltungssteuer. Und da könnte man natürlich darüber diskutieren, dass man das entsprechend verändert. Wo man schwer rangehen kann, ist die Definitivbelastung der Kapitalanleger aus ihrer Beteiligung an Kapitalbeteiligung oder auch Aktien, weil Unternehmen zahlen bereits auf ihrer Ebene Steuer, Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer, sagen wir ungefähr 30%, dann bleiben 70 Euro vom 100 Euro Gewinn übrig. Wenn diese 70 Euro Gewinn ausgeschüttet werden, fallen auf diese 70 Euro nochmal wiederum ja die Abgeltungssteuer an. Und wenn Sie das zusammenrechnen, dann sind Sie bei Werten von knapp 50% Steuerbelastung. Also auch diese politischen Aussagen, dass Kapitaleinkommen geringer besteuert wird als beispielsweise die Einkünfte aus nicht selbstständiger Tätigkeit. Das ist natürlich steuertechnisch gesehen vollkommener Unsinn, weil die Erträge ja bereits auf Ebene des Unternehmens einer Steuerbelastung unterlegen haben. Deswegen, wenn Abschaffung der Abgeltungssteuer, dann kann ich es mir im Wesentlichen bei den Zinserträgen vorstellen. Grundsätzlich auch aus Sicht des Staates, was ist simpel, was ist schwierig? Auch der Gesetzgeber, das Finanzamt, leidet ja unter Personalmangel, nicht nur was die Qualifikation betrifft, sondern auch die Quantität. Und das Thema Qualifikation war jetzt bewusst auf die Politik bezogen an dieser Stelle. Was natürlich simpel ist, Sie können den Steuersatz erhöhen, weil das können Sie im System einfach umstellen. Was viel komplexer ist, ist die Bemessungsgrundlage auszuweiten und Diskussionen darüber, was ist heute eine Firma wert, was ist ein Unternehmen wert und natürlich auch, wie einfach kann man sich der Steuer entziehen. Denken Sie beim Thema Immobilien daran, die Immobilie ist, wie der Name sagt, immobil, Sie können sie nicht aus steuerlichen Erwägungen umziehen. Da wir heute sehr viel über das Thema Steuern reden, nochmal dargestellt, wie grundsätzlich finanzielle Entscheidungen getroffen werden sollten. Das können wir nicht vertiefen, aber Sie sehen schon hier ein sauberer Vermögensstatus, eine ordentliche Liquiditätsplanung, ein umfangreicher Prozess zur Herleitung der Anlagestrategie. Wenn diese Anlagestrategie definiert ist, dann kommt es zu den Umsetzungsfragen. Und neben Fragestellungen, wie Sie
welche Bereiche Sie aktiv abdecken, welche über passive ETFs oder Indexfonds, ob Sie Risikomanagement betreiben oder nur ein Rebalancing. Da zählt auch dieser Aspekt steuerliche Aspekte mit rein. Das heißt, es ist ein wichtiger Punkt, aber er darf nie der dominierende Aspekt sein. In der zeitlosen Betrachtung sieht es grundsätzlich so aus, wenn Sie Ihre persönliche Rendite ausrechnen, dass Sie die Vermögensklassen haben. Also in welchem Verhältnis wollen Sie Ihre Vermögensklassen kombinieren? Und wenn Sie dann bei den Vermögensklassen, die Sie einsetzen, eine erwartete Rendite nehmen, dann kommen Sie auf Ihren erwarteten Ertrag vor Kosten. Und was Sie natürlich nicht beeinflussen können, ist die erwartete Rendite, weil die Rendite am Kapitalmarkt, wir haben es jetzt wieder schön gesehen, im Oktober war die Stimmung noch sehr schlecht. Jetzt ein fulminanter November, sowohl bei den Aktien als auch bei den Anleihenmärkten. Wir sehen sofort, die Stimmung ist wieder positiv. Also die erwartete Rendite ist schwer zu verändern, weil sie ist marktabhängig. Was Sie beeinflussen können, ist der Mix an Vermögensklassen. Das ist der erwartete Ertrag vor Kosten. Dann haben Sie immer Kosten des Produktes. Das können Finanzprodukte sein, wie ETFs, Fonds, das können auch Transaktionskosten sein, aber, und darum geht es ja heute beim Thema Steuern, es geht auch darum, was kostet mich eigentlich die Verpackung, die ich auswählen muss, um einen gewissen Steuereffekt zu erzielen. Und diese Kosten sind natürlich dem Nutzen gegenüberzustellen. Wie man das macht, das sehen wir gleich. Das ergibt dann die Rendite nach Kosten. Damit sind wir aber nicht am Ende, weil hier kommen endlich unsere Steuern auch zum Tragen, weil diese Rendite, die wir nach Kosten generieren, die ist, um die Steuern zu mindern. Und diese Steuern können durchaus sehr unterschiedlich sein. Und Sie sehen schon auch beim Aspekt Steuern, da haben Sie zumindest die Möglichkeit, etwas zu beeinflussen, im Gegensatz zur erwarteten Rendite am Kapitalmarkt. Also haben wir unsere Rendite nach Steuern. Das war es aber noch nicht, weil uns fehlt natürlich noch die Inflation, die ja jetzt doch auf dem Rückweg ist, aber trotzdem natürlich ein Thema. Und wenn wir die abziehen, sehen Sie Ihre persönliche Rendite nach Steuern. An dieser Stelle sei auch immer gesagt, Sie schlagen seltenst die Inflation im Moment einer negativen Inflationsüberraschung, sondern Sie schlagen die Inflation mit einer ordentlichen Anlagestrategie über den Zeitraum. Denken Sie an Aktien, denken Sie an Kapitalanlageimmobilien. Die letzten oder speziell im Jahr 2022 werden Sie die Inflation nicht geschlagen haben, weil Ihre Depots sind gefallen und Ihre Kapitalanlageimmobilien sind im Preis auch gefallen. Wenn Sie aber eine langfristige Perspektive einnehmen, sagen wir beispielsweise 10 Jahre, dann werden Sie feststellen, dass sowohl die Kapitalanlageimmobilien als auch die Wertpapiere entsprechend oberhalb der Inflationsrate der letzten 10 Jahre lagen. Deswegen ganz wichtig, im Moment der Inflationsüberraschung können Sie wenig tun. Es ist wichtig, im Zeitraum zu denken und diese Betrachtung nicht nur zum Zeitpunkt der Inflationsüberraschung vorzunehmen. Also Steuern, ein wesentliches Thema. Und ich habe Ihnen hier mal eine schöne Zahlentapete mitgebracht von einer Gesellschaft aus Luxemburg, Lombard. Und da sehen Sie mal die schöne Einordnung. Zunächst müssen wir uns natürlich klar machen, welche Arten von Erträgen habe ich eigentlich? Und während das im Privatvermögen beispielsweise keinen Unterschied macht, weil der Kursgewinn aus einer Aktie wird genauso mit der Abgeltungssteuer belastet wie die Dividende aus einer Aktie, kann das zum Beispiel auf Ebene einer Kapitalgesellschaft, also einer GmbH, einen erheblichen Unterschied machen, weil Sie sehen, der Aktienkursgewinn ist zu 95% steuerfrei. Da bleiben nur 5% übrig. Und wenn die Firma 5% Steuern zahlen muss, also nur auf 5%, 30% Steuersatz auf 5% Bemessungsgrundlage sind 1,5%. Und das ist das, was Sie oft in der Werbung lesen. Aber auf der anderen Seite, damit ist das Geld ja noch nicht auf der privaten Ebene, wo es vielleicht für den Konsum benötigt wird. Sie müssen ausschütten, dann entweder Abgeltungssteuer oder Teileinkünfteverfahren. Und wenn Sie dann die Belastung auf beim Moment der Ausschüttung dazu rechnen, sind wir auch bei 27,5% Steuern. Also Sie sehen schon hier, die Steuersatzdifferenz ist dann nicht mehr vorhanden. Und deswegen in vielen Fällen das vorausgeschickt, wenn wir über Steuerersparnis reden, meint man eigentlich in der Realität in vielen Fällen eine Steuerstundung. Sie sehen das hier entsprechend nochmal klassifiziert, natürlich auch für Private Equity und ähnliche Themen. Auch die Lebensversicherung, die sehen wir gleich in zwei verschiedenen Aspekten, kann ein sehr guter Mantel, ein sehr guter Wrapper für die Strukturierung von liquiden Vermögensklassen sein, insbesondere aber auch vor dem
vor dem Aspekt der Vermögensübertragung auf die nächste Generation. Aber auch das sehen wir uns gleich an. Also erstmal eine sehr große Zahlentapete und daran merken Sie auch schon die Komplexität und dementsprechend lassen Sie sich da schon mal nicht von der Werbung einfangen, die Ihnen sagt, Aktien jetzt nur mit 1,5% versteuern. Sie haben jetzt hoffentlich mitgenommen. Irgendwann muss ich ja ausschütten, wenn ich konsumieren möchte. Und dann haben wir eben eine Gesamtsteuerbelastung, die stellt sich anders dar. Wenn wir uns die verschiedenen Themen gleich anschauen, achten Sie bitte immer darauf, dass Sie vernetzt denken. Was ist Ihnen wichtig? Was möchten Sie auf keinen Fall? Hängen vielleicht manche Strukturierungen damit zusammen, dass Sie auch eine Anlegergemeinschaft eingehen oder wenn Sie Geld den Kindern schenken, Sie machen das über eine Gesellschaft, dann sind die Kinder Gesellschafter. Ist erstmal einfach aus Elternsicht, kann aber dann auch Diskussionen bei den Kindern später geben. Wie sind die Kosten? Welche Flexibilitäten habe ich noch? Gibt es steuerliche Bindungswirkungen? Wie sehen eigentlich die Besteuerungen aus? Können diese die Kosten kompensieren? Kann ich meine Anlagestrategie eigentlich umsetzen? Auch das ein wesentlicher Aspekt, weswegen Sie bei vermögenden Familien oft mehrere steuerliche Ebenen berücksichtigen und je nach Anlagestrategie unterschiedliche steuerliche Vehikel nutzen. Gibt es gesetzliche Bestimmungen, die wir beachten müssen? Schaffe ich vielleicht eine Abhängigkeit von externen Dienstleistern? Und das kann zum Beispiel sein, wenn ich Kapitalanlagen in der GmbH tätige und mit den Unterlagen der Bank ist wenig anzufangen vor dem Hintergrund der steuerlichen Deklaration, dann brauche ich ja wieder Dienstleister, die das tun. Kann mein Steuerberater das abbilden? Wie sieht die Finanzbuchhaltung aus? Welche Kosten entstehen dort? Das sind einfach Themen, die man bedenken muss, wenn man sich auf der einen Seite die Vorteile betrachtet, aber eben auch die Nachteile hier sind zu betrachten. Umsetzung, wie schnell bin ich, wie transparent ist das und ähnliches. Also das sollten wir mal berücksichtigen. Und wenn wir uns das an den alltäglichen Themen anschauen, dann habe ich Ihnen hier mal das mitgebracht, was jetzt zum Jahresende sehr stark durch die Medien geistert. Und da lesen Sie eben zum Beispiel jetzt die ETF-Sparpläne steuerlich geltend machen. Was versteckt sich dahinter? Es versteckt sich dahinter die sogenannte Basisrente, umgangssprachlich auch Rürup-Rente genannt. Und vereinfacht gesprochen ist es so, dass eben hier die Beiträge in gewissen Grenzen ab dem nächsten Jahr auch zu 100% steuerlich geltend gemacht werden können. Aber, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der Staat hat tendenziell nichts zu verschenken. Und deswegen die steuerliche Förderung in der Sparphase geht mit einer steuerlichen Belastung in der Rentenphase einher. Und das gilt grundsätzlich für alle drei Themen, die wir hier sehen, die sogenannte Basisrente, die Riester-Rente, aber auch bei der betrieblichen Altersversorgung. Alle drei Varianten haben das Thema steuerliche Begünstigung in der Sparphase, steuerliche Belastung in der Ruhestandsphase. Noch dazu vielleicht auch qualitative Aspekte zu berücksichtigen. Wie flexibel bin ich, was Entnahmen betrifft? Habe ich eine freie Vererbbarkeit? Ist der Hinterbliebenenbegriff eingeschränkt? Also von daher, wir müssen immer differenzieren. Tätigen Sie eine Kapitalanlage, um Ihr Langlebigkeitsrisiko abzudecken, also dass Sie länger leben, als vielleicht das eigene Kapital reichen könnte, dann ist das eine ganz andere Betrachtung, als wenn Sie beispielsweise einen Sparplan haben, bei dem Sie das Geld zur freien Verfügung haben möchten. Also quantitative und qualitative Einordnung hier bei der Altersvorsorge, und da springe ich auch gleich mal hin. Ihre Ansprüche sollten sein, wenn Sie sich mit dem Thema steuerliche Aspekte beschäftigen, gerade zum Jahresende ja häufig in der Werbung, machen Sie sich immer klar, Sie haben eine Steuerförderung in der Sparphase, eine Steuerbelastung in der Ruhestandsphase. Und vereinfacht gesprochen muss man den Beitrag, den Sie in der Sparphase leisten, der sich reduziert um die Steuerbelastung, den müssen Sie finanzmathematisch vergleichen mit der Rentenleistung oder mit der Auszahlung in der Ruhestandsphase oder bei Beendigung der Laufzeit, bei der den Betrag, den Sie halten, zu bereinigen ist um die Steuer oder vielleicht auch sogar noch bei der betrieblichen Altersversorgung um die Krankenversicherungsbelastung. Und wenn Sie diese beiden Beträge nehmen, der Experte würde sagen, man vergleicht die Barwerte, also Barwert des Aufwands versus Barwert dessen, was mir als Leistung zufließt, dann haben Sie hier eine vernünftige Betrachtungsgrundlage. Aber auch hier, wir stellen fest, diese
Varianten, die wir hier gesehen haben, die auf die Altersvorsorge abzielen, die unterstellen ja typischerweise eine Abdeckung des Langlebigkeitsrisikos. Heißt aber natürlich auch, wenn Sie früh versterben, und das sehen Sie jetzt im Beispiel hier, hier haben wir die gleiche Person einfach nach 10 Jahren Ruhestand, also nach 10 Jahren Rentenbezugsdauer versterben lassen, da sehen Sie schon, dass die steuerlich geförderten Varianten sich jetzt alle deutlich schlechter darstellen, weil der Zahlungsstrom endet ja. Oder er reduziert sich, weil die hinterbliebenen Rente anders gestaltet ist als die originäre Rente für den Versicherungsnehmer. Also deswegen an dieser Stelle nehmen Sie bitte mit, nicht auf die Steuersparnis heute schauen, sondern auf die gesamtsteuerliche Wirkung, also Einzahlungsphase zu Auszahlungsphase und bitte auch mit verschiedenen Lebenserwartungen kalkulieren und sich immer die Frage stellen, ist es für mich steueroptimierter Vermögensaufbau? Oder möchte ich mein Langlebigkeitsrisiko auf ein Versichertenkollektiv übertragen? Das sind wichtige Unterschiede. Einen dritten Aspekt, den wir noch haben beim Thema Steuern für alle, natürlich die Teilfreistellung bei Investmentfonds. Investmentfonds waren steuerlich transparent bis zum 01.01.2018. Dann wurde eine gewisse Besteuerung auf Ebene der Fonds eingeführt. Das heißt, der Fonds selbst wurde Steuerzahler für gewisse Arten. Da der Fonds nun auf seiner Ebene bereits anteilig Steuern abgeführt hat, haben wir diese Teilfreistellung, die sich an zwei banalen Themen orientiert. Erstens, um was für eine Art von Fonds handelt es sich? Sonstiger Fonds, keine Freistellung. Mischfonds, höhere Freistellung oder Aktienfonds, höchste Freistellung. Und beispielsweise die Teilfreistellung für Aktienfonds beträgt im Betriebsvermögen 30% einer Kapitalgesellschaft, im Privatvermögen 30%. Aber auf Ebene einer GmbH ist die Teilfreistellung für die Körperschaftssteuer 80% und für Zwecke der Körperschaftssteuer immerhin auch noch 40%. Und daran sehen Sie schon, dass Sie auch bei den Fonds ein bisschen schauen können, welche strategische Struktur will ich haben, welche Vermögensklassen möchte ich haben, weil Sie beispielsweise auch überlegen können, naja, bekomme ich vielleicht auch Zinserträge oder Optionserträge, die eigentlich der normalen Abgeltungssteuer unterliegen, in einen als Aktienfonds klassifizierten Fonds mit hinein, weil, sofern er als Aktienfonds klassifiziert ist, sind auch Zinsen und zum Beispiel Optionserträge unterliegen der günstigsten Besteuerung. Also da hat der Investmentfonds doch noch das ein oder andere Privileg und wie gesagt auf Ebene der GmbH das ganze Thema nochmal etwas größer. Also Stichwort Investmentsteuerreformgesetz, was uns nun auch zum ersten Mal seit ein paar Jahren wieder trifft, ist die sogenannte Vorabpauschale. Auch das ein wichtiger Punkt, die Sie in Ihrer Liquiditätsplanung berücksichtigen sollten, wobei die meisten Personen wahrscheinlich die Liquidität dafür ohnehin vorhalten können, weil die Beträge sind dann doch überschaubar. Man muss es nur wissen, dass das Thema Vorabpauschale 2024 wieder greift. Hintergrund ist der, man möchte bei Fonds, die nicht ausschütten, möchte man eine gewisse Mindestbesteuerung durch den Fiskus sicherstellen. Das passiert über den sogenannten Basiszins, 2,55%. Der wird mit 70% multipliziert. Und auf dieser Basis haben wir dann eben die Abgeltungssteuer. Also einfach mal das Thema Teilfreistellung vielleicht nochmal anschauen und überlegen, ob das für Sie ein relevanter Punkt ist in der Liquiditätsplanung. Also nachdem wir das mitgenommen haben, Altersvorsorge, nichts verkaufen lassen. Jeder Steuerentlastung steht eine Steuerbelastung bevor. Schauen wir uns nun die Punkte an, die wir bei vermögenden Familien sehen, respektive auch bei Unternehmern. Und zunächst mal Varianten, die Sie häufig sehen. Zum einen wird viel dafür geworben, Nießbrauch an einem Wertpapierdepot. Sie kennen das alle, das Thema Nießbrauch wahrscheinlich von Immobilien. Dort der sogenannte Vorbehaltsnießbrauch. Die Seniorengeneration sagt alles klar, ich schenke die Kapitalanlageimmobilie zum Beispiel meinem Kind, aber ich als Senior behalte mir die Mieten vor. Deswegen, ich behalte mir Vorbehalt der laufenden Erträge. Dann passiert steuerlich Folgendes. Ich übertrage bildlich gesprochen zwar den Acker an das Kind, aber die Ernten behalte ich mir ja weiterhin vor. Deswegen sagt das Steuerrecht folgerichtig, naja, das Kind wird ja nicht bereichert um die Immobilie, sondern wir müssen die sogenannten Ernten vom steuerlichen Wert abziehen. Deswegen das Thema Immobilien und Nießbrauch
wird immer gerne als Steuersparmodell verkauft. Aber besonders wenn sie so vermögend sind, dass die Mieten, die entstehen, gar nicht verkonsumiert werden auf der Seniorenebene, sondern die legen sie wieder an. Und irgendwann kommt ja dann der Erbgang. Dann haben sie am Ende des Tages vielleicht gar nicht so viel Steuern gespart. Aber da erkennt man das Thema. Und von daher das Thema Nießbrauch am Wertpapierdepot. Man liest es aktuell häufiger. Die Idee ist die gleiche. Das Wertpapierdepot wird verschenkt. In einem Schenkungsvertrag werden diverse Punkte geregelt. Das ist auch übrigens was für den Experten, der das Thema gut kennt, auf rechtlicher und steuerrechtlicher Seite. Dann haben Sie verschiedene Punkte zu beachten. Sie müssen natürlich auch dann in der laufenden Steuerdeklaration sicherstellen, welche Erträge sind denn jetzt der Seniorengeneration zuzurechnen. Klar, das sind die laufenden Erträge wie Zinsen und Dividenden. Aber was passiert denn eigentlich, wenn im Wertpapierdepot Umschichtungen stattfinden? Die Vermögenssubstanz ist ja schon beim Kind. Das heißt, die Erträge sind richtig zuzuordnen. Und da tun sich viele Banken schwer, beziehungsweise die Banken können das nicht. Das heißt, sie müssen das auf ihrer Anlegerebene regeln, sowohl auf der Senioren- als auch auf der Juniorengenerationsebene. Deswegen, Nießbrauch am Wertpapierdepot hat einiges auch an laufenden Aufwand. Deswegen gibt es auch viele Steuer- und Rechtsberater, die sagen, nee, bitte kein Nießbrauch am Wertpapierdepot. Gründet bitte eine vermögensverwaltende Personengesellschaft und dann wird der Nießbrauch an der Personengesellschaft gestellt, aber nicht am konkreten Wertpapierdepot, weil im Wertpapierdepot sind unheimlich viele Einzelthemen zu regeln, was es auch anfällig in der Praxis macht. Also erstmal ein sehr gutes Thema, aber wie gesagt, es gibt wirklich Themen zu beachten. Welcher Zins ist der richtige? Wie sieht der Schenkungsvertrag aus? Welche Unterlagen kann die Bank liefern? Welchen Aufwand erzeuge ich, um alle steuerlichen Unterlagen sauber in die Deklaration zu bringen? Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ein anderer Punkt, den Sie oft sehen, ist auch in der Werbung Versicherungslösung mittels gesplitteter Versicherungsnehmereigenschaft. Das zielt jetzt weniger auf das Thema Optimierung der Ertragssteuer, sondern mehr auf das Thema Vermögensübertragung ab. Vereinfacht gesprochen, die ältere Generation investiert Geld in einen Versicherungsvertrag, der zum Beispiel eine ETF-Strategie abbildet oder in dessen Rahmen ein diskretionäres Vermögensverwaltungsmandat an einen Vermögensverwalter delegiert wurde. Die Seniorengeneration zahlt 400.000 Euro ein, eben der Freibetrag, überträgt 99% und 1% der Versicherungsnehmereigenschaft behält man sich zurück und mit diesem 1% kann die Seniorengeneration eben weiterhin den Einfluss geltend machen. Und das natürlich ganz charmant, weil Sie müssen nicht zum Notar oder wenn Sie andere Aspekte ändern wollen, das geht ein bisschen einfacher, ein bisschen charmanter natürlich als beispielsweise bei einer GmbH, wo Sie aus formellen Gründen bei jeder Gesellschafteränderung, bei jeder Satzungsänderung natürlich auch den Notar benötigen, was wieder auf das Thema Kosten und Abhängigkeit hier entsprechend einzahlt. Insgesamt muss man sagen, das Thema Versicherungslösung, sofern die Kosten niedrig sind, und das Anlagespektrum hoch, wahrscheinlich die Vermögensstrukturierungslösung, die am deutlich unterschätztesten ist, weil sie sehr, sehr viele Vorteile bietet. Aber das Image ist eben sehr schlecht und es ist natürlich auch cooler, auf dem Golfplatz zu sagen, ich habe jetzt ein Meeting, wir machen vielleicht eine Änderung in meiner vermögensverwaltenden GmbH oder wir haben eine Anpassung bei der Familienstiftung. Das klingt natürlich cooler, als zu sagen, ich mache jetzt einen Fonds-Switch in meiner kapitalbildenden Lebens- oder Rentenversicherung. Ein anderes Thema, Schenkung einer laufenden Rente. Hier geht es darum, dass eben Vermögenswerte übertragen werden können. Man versucht, die Bemessungsgrundlage zu reduzieren. Und wenn es die Möglichkeit gibt, die Bemessungsgrundlage, zum Beispiel von 1 Million Euro Cash oder 500.000 Euro Cash, über die Schenkung einer laufenden Rente zu reduzieren, dann kann das eben auch günstig sein, wenn das Gesamtkonzept aus ich gebe Kapital aus der Hand, um laufende Einkünfte zu haben, wenn es eben Sinn macht. Und dann ein Thema, was zunehmend mehr Bedeutung finden wird, aufgrund der extremen Vermögensballung, aufgrund der Babyboomer-Generation, die in den nächsten Jahren weiterhin viel Vermögen an die nächste Generation übertragen werden. Wir haben seit 75 Jahren in Deutschland keinen Krieg, keine Zerstörung. Deswegen die Vermögenswerte sind sehr, sehr stark gestiegen und dieses Instrument der sogenannten Familiengesellschaft oder des Familienpools, das haben wir früher eher bei hochvermögenden Personen gesehen, aber
wir sehen jetzt eben auch hier, die Vermögenswerte sind insgesamt gestiegen und deswegen sehen wir gesellschaftsrechtliche Lösungen auch häufiger in Vermögenskreisen, in Vermögenssphären, die vielleicht viele eher als, ich sag mal, gehobener Mittelstand oder Mittelschicht bezeichnen würden. Die Idee ist immer die gleiche. Sie nutzen Instrumente aus dem Gesellschaftsrecht, um Vermögen auf die nächste Generation zu übertragen, aber sich zum einen gewissen Anteil an den Erträgen zu sichern, aber zusätzlich eben auch über Mitbestimmungsrechte, die bis zum eigenen Tod oder bis zum Tod des Ehepartners reichen können, natürlich hier auch eine Mitwirkung weiterhin zu sichern. Teilweise gibt es 80-Jährige, die tun sich schwer, Verantwortung an die 50-jährigen Kinder zu übertragen. Ob das immer alles sinnvoll ist, das überlasse ich jedem selbst. Aber daher kommt diese Idee dieser gesellschaftsrechtlichen Lösung. Ich habe Ihnen hier nochmal dieses Thema Wertpapierlösung und Nießbrauch mitgebracht, weil wir sind ja hier bei der Deutschen Börse. Es geht also eher um Wertpapiere. Hier nochmal das Thema kurz beschrieben. Ich glaube, die Analogie zur vermieteten Immobilien macht das sehr klar und Sie sehen ja auch diesen Effekt. Würde ich einfach hier ein Wertpapierdepot von 1 Million Euro schenken, dann würde es zu einer Steuerzahlung von 90.000 Euro kommen. Wir haben hier eben diese Betrachtung, wie wird eigentlich dieser Nießbrauch berechnet? Der Nießbrauch ist ja nichts anderes, als dass der Schenker sagt, hier mein Bub, hier ist der Acker, aber die Ernten, die lieferst du später ab. Und auch das mit diesem Abliefern der Ernten kann insbesondere bei vermieteten Immobilien ein großes Thema sein, weil nachdem wir die Phase hatten, dass Kapitalanlageimmobilien renditetechnisch nur von, ich sag mal, einem Corona-Testzentrum zu schlagen waren aufgrund der Null- und Negativzinsen, sehen wir jetzt bei Immobilien viele Themen. Wir haben politischen Einfluss, wir sehen klimapolitisch notwendige oder geforderte Investitionen. Wir sehen Gegenwind über die steigenden Zinsen, was die Vervielfältiger nach unten kommen lässt. Und teilweise sehen wir auch, dass Eltern etwas Gutes im Sinn hatten. Man wollte die Immobilie übertragen an die Kinder, damit die Wertsteigerung bei den Kindern schon stattfindet. Aber diese Wertsteigerung ist gar nicht da. Ist eher so, dass viel Aufwand mit der Immobilie zusammenhängt. Also das muss man auch überlegen. Und das gilt natürlich für Wertpapiere auch. Es ist zu klären, wer trifft wo, welche Entscheidungen. Und am Ende des Tages, wie gesagt, sehen Sie aber hier, es kann ein sehr gutes Instrument sein, aber halten Sie mit dem Hinterkopf, nicht von diesen simplen Rechenbeispielen verleiten lassen, überlegen, was passt zu mir, was wollen wir in der familiären Konstellation und dann überlegen, was möchte ich. Und wenn das Thema Nießbrauch mit Wertpapieren relevant ist, dann die nächste Frage, vielleicht besser mit deiner vermögensverwaltenden Gesellschaft um den Nießbrauch am Gesellschaftsanteil, aber auch das ein Thema. Wir haben Kunden und Mandanten in beiden Sphären. Da gibt es kein richtig oder falsch. Man muss nur die Unterschiede entsprechend kennen. Versicherungslösung, auch das nochmal dargestellt, weil es sehr differenziert ist. Wir schauen mal auf die eigene Steueroptimierung. Da sehen Sie nach wie vor noch, Sie können den Vermögensaufbau mit Wertpapieren einkommensteuerfrei stellen, also komplett einkommensteuerfrei. Das liegt daran, dass es den Begriff der sogenannten einkommensteuerfreien Todesverleistung gibt. Also unterstellen wir, ich nehme mein eigenes Geld, wichtigste eigenes Geld, und ich schließe eine Versicherung ab. Ich bin Versicherungsnehmer, ich bin bezugsberechtigte Person im Erlebensfall. Als versicherte Person diene nicht ich, sondern ich wähle beispielsweise einen meiner Elternteile, also Mama oder Papa. Dann passiert Folgendes. Steuertechnisch erstmal nichts, weil es ist ja mein eigenes Geld im Versicherungsvertrag. Sollte dann die versicherte Person in 25 Jahren versterben, erhält der Versicherungsnehmer, also ich, eine Todesverleistung. Das entspricht typischerweise dem Depotvolumen, was im Vertrag eben enthalten ist. Also ne, Blick in die Versicherungsbedingungen. Ich erhalte das Depotvolumen, aber da ich selbst den Beitrag geleistet habe, ist diese Leistung eben einkommenssteuerfrei. Also es fällt auch keine Abgeltungssteuer an. Und das ist jetzt ein schönes Beispiel, wo man sich überlegen muss, sind mir die Mehrkosten der Versicherung, wir sollten immer Honorar- oder Nettotarife verwenden, sind mir diese Mehrkosten, diese Optionalität wert? Und es gibt noch weitere Themen, wie das hier zum Beispiel bei des Versicherungsmantels. Solange das Geld in der Versicherung liegt, haben Sie keine Abgeltungssteuer, Sie haben keine Steuer bei Umschichtungen und Ähnliches. Nachteil ist aber, Sie haben keine Begünstigung aus der Investmentsteuerreformperspektive auf Höhe eines Aktienfonds mit 30%, sondern auf Basis eines Mischfonds von 15%. Allerdings, wann ist das meiste Geld im Vertrag?
wahrscheinlich am Ende. Und da werden Sie sowieso keine 100% Aktien mehr haben. Also auch das muss man rechnen. Aber Stichwort Einkommen, steuerfreie Todesverleistung, ein interessantes Thema. Und der Steueraufschub natürlich auch ein sehr interessantes Thema. Auch weil Sie den Werbungskostenabzug im Versicherungsvertrag eben nicht als Verbot haben. Im Privatvermögen seit Einführung der Abgeltungssteuer haben wir ja außer dem Sparerpauschbetrag ja keine Möglichkeit mehr, Werbungskosten abzusetzen. Also da sehen Sie schon, da geht es um die Optimierung meines eigenen Vermögensaufbaus, steuerliche Freistellung und Flexibilität während der Laufzeit von Steuerzahlungen. Etwas anderes sind die Varianten mit Vermögensübertragung. Ich will Geld an die nächste Generation geben. Und in den meisten Fällen ist das so, Sie können nicht beides gleichzeitig optimieren. Die Varianten, die für den eigenen Vermögensaufbau als jüngerer Mensch vielleicht optimal sind. Das sind aber genau die falschen Vertragsgestaltungen für die Seniorengeneration, die an die Juniorengeneration abgeben möchte. Deswegen auch hier sehen Sie, ob gesellschaftsrechtliche Lösung oder ob Versicherungsverpackung für ein Depot. Je nach Motiv, das Sie haben, gilt es unterschiedliche Wege zu gehen. Deswegen kann man auch nicht pauschal sagen, Depot versus Gesellschaft, Gesellschaft versus Versicherungsstruktur, sondern muss erstmal das Motiv hier entsprechend hinterfragen und dann überlegen, für mein Motiv gibt es denn welche Wege, und diese Wege gilt es dann abzugleichen mit der gewünschten Anlagestrategie, mit dem Kosten und auch mit der Vermögenshöhe, weil eins ist auch klar, manche Vermögen sind vielleicht in Anführungsstrichen absolut gesehen hoch, sind aber für die Strukturkosten, die sie erzeugen müssen, um steuerliche Effekte zu generieren, doch nicht hoch genug. Hier nochmal das Thema Versicherungslösung auch nochmal mitgebracht, auch das nochmal dargestellt, schematisch, dass der klassische Weg im Depot, in der Versicherungslösung ist eben, das Depot gehört der Versicherung. Da gibt es Unterschiede auch zwischen Deutschland, Liechtenstein und Luxemburg, Stichwort Drei-Parteien-Prinzip, das will ich gar nicht so sehr vertiefen, aber will nochmal Werbung dafür machen, die Versicherungslösung, und ich rede nicht über die Varianten, wo Sie heute einen Steuereffekt der Beiträge haben, sondern ich meine, für bereits versteuerte Gelder kann die Versicherungslösung, wie eben gezeigt, ein gutes Vehikel sein, wenn, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn die Kosten niedrig genug sind. Ganz wichtiger Aspekt. Familiengesellschaft, auch das nochmal definiert, vereinfacht gesprochen geht es darum, ich möchte die Junioren an die Verwaltung von Geldern heranführen, vielleicht einmal im Jahr einen Familientag machen. Ich will geplant Vermögen auf die nächste Generation übertragen. Also ich übertrage nicht die Immobilie, sondern die Immobilie ist in der Gesellschaft und ich übertrage Gesellschaftsanteile, was wie gesagt gesellschaftsrechtliche Instrumente öffnet, um den Willen, den man selbst hat, umzusetzen. Man möchte das Familienvermögen schützen. Und da ist auch ganz interessant, wer ist eigentlich Familie? Was passiert beispielsweise, wenn ich Geld an mein Kind schenke und das Kind verstirbt vor mir? Will ich dann, dass das Geld, was ich geschenkt habe, an vielleicht den Ehepartner fällt, oder soll das Vermögen dann zurückfallen? Also hier sind auch unheimlich viele Aspekte, die im Schenkungsvertrag, Stichwort hier, Vorversterbensklausel zu berücksichtigen sind, die aus meiner Perspektive bei steuerlichen Überlegungen oft ein bisschen hinten runterfallen. Da steht die Steuer im Fokus, aber es werden nicht alle möglichen Varianten und Nachteile durchdacht. Familiensplitting, auch noch ein interessantes Thema. Vereinfacht gesprochen geht es darum, jeder Mensch in Deutschland hat ja von Geburt an nicht nur eine Steuernummer, sondern auch einen sogenannten Grundfreibetrag. Und wenn ich mir nun vorstelle, dass ich vielleicht jedes Jahr Geld beiseite packen möchte, um meinem Kind irgendwann Ausbildung oder Studium zu finanzieren, dann ist es ja vereinfacht gesprochen so, dass von meinem Geld die Steuerbelastung relativ hoch ausgehend ist, weil klar, meine Einkünfte sind da. Und nur was nach Steuern übrig bleibt, kann ich für das Kind anlegen. Beispielsweise in einem Depot, was auf das Kind lautet. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, die Erträge nicht bei mir anfallen zu lassen, sondern direkt beim Kind, dann hätte das Kind ja den Grundfreibetrag von 10.000 Euro plus nochmal den Sparerpauschbetrag. Dann brauche ich also nur halb so viel Erträge, um in der Nachsteuerbetrachtung aufs gleiche Ergebnis zu kommen. Also interessantes Thema. Hier kann man sich mal die Begriffe Zuwendungsniesbrauch, etwas anderes als der Vorbehaltsniesbrauch, dann wende ich Erträge zu und nicht den Vermögenswert. Das sollte man sich mal anschauen, ist aber auch natürlich mit gesellschaftsrechtlichen Lösungen möglich. Nur wichtig an dieser Stelle, ab einem gewissen Einkunftslevel, ich glaube es sind 350 Euro im Monat, wird das eigene Kind
krankenversicherungspflichtig, fällt also aus der Familienversicherung, der gesetzlichen Krankenversicherung heraus. Also da bitte auch darauf achten. Steuern sind das eine. Das andere sind im Endeffekt hier die Thematik, dass eine Krankenversicherung ausgelöst werden kann für das Kind. Und wenn Sie da nochmal 4.500 Euro Krankenversicherungsbeiträge haben, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die Rentabilitätsrechnung dieses gesamten Familiensplittings. Also muss man auch hier schauen, wie kann man das gestalten? Lässt sich das vermeiden, dass dem Kind dieser Ertrag jährlich zugerechnet wird? Ja, das lässt sich natürlich auch vermeiden. Denken Sie an die Instrumente zur Steuerstundung, die wir vorhin schon mal kurz skizziert haben. Aber auch hier, Sie sehen schon hier, es gibt sehr viele Möglichkeiten, Steuern zu stunden, vielleicht auch Steuerzahlungen so clever zu verschieben, dass echte Vermögenseffekte da sind, dass Effekte da sind, die nicht nur auf der Steuer basieren, sondern auch im Gesamtvermögenskontext in der Familie. Aber aufgrund dieser Wechselwirkung, es ist immer wirtschaftliche Perspektive, steuerliche Perspektive, aber auch rechtliche Perspektive, die an dieser Stelle zusammengeführt werden müssen, zumindest dann, wenn das Kapital eine gewisse Größenordnung hat. Ich habe Ihnen das hier mal beispielhaft mitgebracht für die Kapitalanlage in der GmbH, weil sie wird ja oft beworben. Sie hat auch sehr viele Vorteile. Wir haben selbst unheimlich viele Kunden und Mandanten mit Kapitalanlagen im Betriebsvermögen. Aber hier mal so Ihre, ich sag mal, Ihr Cheat-Sheet, um sich das zu überlegen. Wir haben erstmal das Spannungsfeld steuerliche Optimierung versus Risikosteuerung. Aus steuerlicher Perspektive wäre es optimal, nur Aktien zu haben, ohne Dividende, weil dann haben Sie diese 95%ige Steuerfreiheit. Problem, Verluste aus Aktien sind zu 100% steuerlich irrelevant. Die können Sie nicht gegenrechnen. Aktienfonds im Betriebsvermögen sind am begünstigsten in der GmbH. Deutlich besser als Rentenfonds oder Mischfonds, weil die Definitivbesteuerung liegt ungefähr nur bei 12,5% auf Firmenebene. Also ganz attraktiv. Sonst haben Sie ja eher jenseits der 30% steuerliche Belastung. Aber da sehen Sie schon hier, Schachtelprivileg bei Aktienkursgewinn und steuerliche Teilfreistellung ist ein Widerspruch zur Risikostreuung über Vermögensklassen. Ne? Alles in Aktien, steuerlich top, Risikostreuung schlecht. Dazu kommt noch das Thema Transaktionen. Gehen Sie einfach davon aus, dass jede Transaktion im Portfolio eine Buchung erfordert, die der Steuerberater oder ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin vornehmen muss. Das kostet alles Geld. Also das gilt es auch zu überlegen. Wir sehen oft den Aspekt, dass Anleger Fondssparpläne im Betriebsvermögen haben. Am besten 10 verschiedene Fonds, die dann mit 100 Euro im Monat bespart werden, um es mal überspitzt zu formulieren. Dann haben Sie bei 10 Fonds und 12 Monaten 120 Buchungen. Das ist natürlich Wahnsinn. Auch 5 verschiedene Vermögensverwalter zu mandatieren im Betriebsvermögen. Steuertechnisch auch Wahnsinn. Also auch sehen Sie den Widerspruch, sukzessiver Aufbau, weil man will Timing-Risiken reduzieren, versus Transaktionsquote, also Aufwand in der Buchhaltung. Besonders wenn Sie Geld in operativen Gesellschaften anlegen, weil Sie eine GmbH besitzen, weil Sie Gesellschafter sind und Sie schütten nicht aus, dann höhlen Sie natürlich die haftungsbeschränkende Wirkung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung aus, weil die haftet mit dem Firmenvermögen. Und wenn Sie nicht ausschütten, dann reichern Sie die Haftungsmasse ja permanent an. Also auch das gilt es ganz klar zu überlegen, wie ist hier die Ausschüttungspolitik. Gilt jetzt mit Sicherheit nur für einen Teil von Ihnen, aber auch das sollte man mal durchdenken. Grundsätzlich die Frage, welche Vermögensklassen kaufe ich in der Firma, welche privat? Denken Sie beispielsweise an Gold. Gold oder auch Xetra Gold, wir sind ja hier bei der Deutschen Börse zu Hause, nach 12 Monaten Haltefrist steuerlich irrelevant. Im Betriebsvermögen einer GmbH gibt es diese Haltefristen nicht. Das heißt, der Veräußerungserlös aus Gold ist immer steuerlich relevant. Das heißt, wenn ich Gold aus strategischen Zwecken kaufe, physisch, dann würde ich diese immer im steuerlichen Privatvermögen kaufen. Auch bei Fremdwährungen haben wir ein bisschen eine Differenzierung. Also Sie sehen schon hier, die verschiedenen Vermögensklassen, auch wenn sie wirtschaftlich das gleiche Risiko tragen und vielleicht die gleiche Vorsteuerrendite erzielen, werden aufgrund der unterschiedlichen Besteuerungsregime unterschiedlich behandelt. Die unterschiedlichen Regime haben ja wieder mit den Verpackungen dazu, Privatvermögen, GmbH, Versicherung, vielleicht sogar Familienstiftung. Aber diese Verpackungen haben ja Kosten und sind diese Kosten jetzt so gestaltet, dass die Effekte groß genug sind in Relation zu dem Mehrwert. Deswegen schrittweise Richtung Zielvorstellung. Sie sind hier. Was will ich? Stehe ich im Fokus oder geht die Vermögensübertragung
an die nächste Generation im Fokus. Ich muss mir überlegen, was ich will. Ich muss meine Motive definieren. Aus meinen Motiven kommen Anforderungsprofile und diese Anforderungsprofile, das kennen Sie aus Ihrer ganz klassischen Anlagestrategie. Wenn Sie Geld in 6 Monaten brauchen, dann werden Sie keinen Aktienfonds kaufen. Das heißt, aus dem Anforderungsprofil wird ja klar, was zumindest prüfenswert ist und was überhaupt keinen Sinn macht. Und so muss es auch bei den steuerlichen Aspekten sein. Überlegen Sie, was Sie wollen, nutzen Sie gerne dieses Schema. Leider sehen wir oft, man fängt hier hinten an. Man hat was Tolles gelesen zur Steuerfreiheit von Versicherungen oder einen tollen Artikel zum Thema Familienstiftung, weil die Vermögensteuer in Deutschland ist ja ein viel diskutiertes Thema. Familiengesellschaft ist natürlich auch interessant. Und dann kommt man oft vom Produkt. Aber Sie müssen natürlich hier links anfangen und das ist der bessere Weg. Insgesamt gilt, und das sei auch nochmal einträglich an dieser Stelle gesagt, es sollte keine steuerlich motivierten Aktionen geben oder auch Vermögensübertragungen, ohne dass man die Konsequenzen vorher in der Finanzplanung abbildet. Also sprich, wie sieht Ihr Vermögensstatus aus aktuell? Wie sieht der Vermögensstatus aus, nachdem Sie die geplante Änderung vollzogen haben? Wie sieht Ihre Liquiditätsrechnung vor Steuern und nach Steuern aus, bevor und nachdem Sie etwas vollziehen? Wenn Sie Ihr Depot an die Kinder schenken wollen, was heißt das für Ihre eigene Vermögensbilanz? Was heißt das für Ihre eigene Liquiditätsthematik? Wie würde sich das auswirken, wenn die Zinsen wieder deutlich fallen? Deswegen keine Vermögensübertragung, keine Vermögensstrukturierung ohne Abbildung der Konsequenzen auf diesen beiden Ebenen. Und sofern Sie natürlich Vermögen übertragen an die nächste Generation, gilt es nicht nur auf Elternebene zu schauen, übrigens auch an den Todesfall eines Ehepartners denken. Dann haben Sie nochmal einen Kapitalabfluss wahrscheinlich zugunsten der Erben und oder ans Finanzamt, sondern sollten auch verschiedene Szenarien und Bandbreiten hier simulieren. Das zeichnet eine wirkliche echte Beratung aus. Wir sehen es oft auch von Steuerberatern und Rechtsberatern. Jeder hat seinen Fokus, aber es findet keine Abbildung in der Finanzplanung statt oder man rechnet mal irgendwas nur auf ein Jahr. Aber sofern Sie nicht vorhaben, morgen zu sterben, sollte die Betrachtung natürlich über mehrere Jahre erfolgen, um auch hier sich klarzumachen, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist. Wir haben Ihnen das nochmal zusammengepackt in ein kleines E-Book. Das aktualisieren wir auch laufend. Der QR-Code geht immer auf die aktuellste Version. Da können Sie nochmal das eine oder andere nachlesen, was ich gerade verbal skizziert habe. Und das war jetzt natürlich auch ein Parfors Ritt. Aber ich konnte Ihnen hoffentlich aufzeigen, was die Möglichkeiten sind, aber was Sie auch bitte hinterfragen, wenn Ihnen jemand die Möglichkeiten aufzeigt, weil erfahrungsgemäß bekommen Sie oft nur die Vorteile verkauft, aber die Nachteile, die gehen leider etwas unter. In diesem Sinne darf ich mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit sehr herzlich bedanken. Ganz, ganz herzlichen Dank, Christoph, für diese ausführliche Präsentation rund um das Thema Steuern. Wir haben eine Frage, ganz zu Anfang ging es um die Abgeltungssteuer. Wie groß ist, siehst du denn die Wahrscheinlichkeit, dass diese tatsächlich abgeschafft wird? Naja, es geht ja immer mal wieder in der Diskussion durch. Und wie ich ja eben gezeigt hatte, jetzt aus Sicht der Politik, wen treffe ich nicht? Und von daher glaube ich, dass es zum einen bei dem Thema Zinsen, das kann man noch vernünftig erklären, weil die Unternehmen ja entsteuern zum Steuersatz. Man trifft natürlich auch nur ein gewisses Publikum. Und daher, wie gesagt, die Politik auch oft argumentiert, dass Kapitaleinkünfte niedriger versteuert werden als Kapitaleinkünfte, würde sich das ja auch argumentieren lassen. Von daher, wir glauben, eine gewisse Wahrscheinlichkeit ist da. Aber persönlich glaube ich, es würde nur die Zinseinkünfte treffen, nicht die Erträge aus Aktien oder Aktienfonds, weil wir dann in dem Zuge auch die Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer reformieren müssten. Deswegen, wie gesagt, ich glaube, Fokus wären die Zinsen, aber nicht die Erträge aus Aktien. So die Meinung, wenn es doch anders kommt, ich habe ja einige Varianten aufgezeigt der Gestaltung, sollte es kommen, haben aus unserer Sicht die meisten Anleger genügend Potenzial durch eine Professionalisierung ihrer Anlagestrategie, durch Kostenreduktion in eingesetzten Instrumenten und einfach Fehlverhaltensreduzierung, vielleicht die Mehrbesteuerung auf die Zinsen durchaus gut zu kompensieren. Gleiches gilt übrigens auch für die Vermögensteuer. Die meisten Anleger, die davor Angst haben, die Vermögensteuer, so wie sie diskutiert wird, wird ja ohnehin in einer sanfteren Ausprägung kommen und das werden die meisten Menschen gut kompensieren können, wenn sie an anderen Stellschrauben sich professioneller aufstellen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Auch ganz großes Lob von unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Vielen Dank, super Präsentation. Also das gebe ich erstmal weiter, bevor die nächste Frage kommt, nämlich zum Thema Fremdwährung. Ja, da wird gefragt, werden Gewinne oder Verluste aus Devisentransaktionen nach KAP versteuert oder als private Veräußerungsgeschäfte im Privatvermögen? Sehr gute Frage, weil da haben wir jetzt auch gerade eine Änderung. Also grundsätzlich müssen wir differenzieren, entstehen diese Währungsgewinne auf Konten, das ist ein wichtiger Punkt, oder in Wertpapieren. Also beispielsweise, Sie haben einen Geldmarktfonds im US-Dollar gekauft. Da ist es ganz simpel, Sie haben den gekauft, der schüttet irgendwann Zinsen aus, diese Zinsen unterliegen ganz normal dem Abgeltungssteuerregime. Wir haben einen sonstigen Investmentfonds und die Veräußerung ist auch steuerpflichtig im Abgeltungssteuerregime mit der Abgeltungssteuer. Anders ist es, und das wird jetzt auch neu geregelt, weil da gab es auch viele Diskussionen darüber, bei den Konten. Also stellen Sie sich vor, Sie hatten ein Fremdwährungskonto, zum Beispiel im Dollar, und dann haben Sie Bestände, also umgebucht. Einfach gesprochen, Sie haben eine Umbuchung gemacht vom Eurokonto aufs Dollarkonto. Dann war das für Sie eine Umbuchung. Steuertechnisch gesehen haben Sie durch diese Umbuchung Euros verkauft und Dollarbestände angeschafft. Ja. Dann liegen diese Dollarbestände auf dem Konto. Dann war es so, dass diese Bestände, wenn sie länger als ein Jahr auf dem Konto lagen, also wenn die Rückbuchung technisch gesprochen in den Euro erst nach einem Jahr stattfand, dann waren diese Gewinne und Verluste steuerlich irrelevant. So die herrschende Rechtsprechung. Was aber dann in Diskussion war, die Frage, was passiert denn eigentlich, wenn diese Währungskonten verzinst sind? Also sprich, Sie haben das Konto, Sie bekommen einen Zins auf Basis dieses Guthabens, dass der Zins steuerpflichtig ist im Rahmen der Abgeltungssteuer, klar. Aber was passiert denn mit der Wertveränderung? Beziehungsweise rutsche ich dann von dieser Spekulationsfrist von einem Jahr vielleicht sogar in eine 10-jährige Spekulationsfrist rein, wie was bei Immobilien noch kennen. Und da gab es dann auch verschiedene Urteile der Finanzgerichte. Aber long story short, bei den Fremdwährungen, es ändert sich jetzt. Zukünftig müssen es die Banken auch ermitteln. Historisch mussten sie es nicht ermitteln. Das heißt, Sie als Steuerpflichtiger müssen das ermitteln. Und was man teilweise sieht, ist, dass Anleger Währungsgeschäfte getätigt haben, unverzinst, in der Spekulationsfrist. Aber diese sind nirgendwo deklariert worden und das ist dann natürlich steuertechnisch schwierig und da sollte man mal mit seinem Steuerberater reden. Grundsätzlich Neuregelungen, die jetzt greift und Sie sollten immer überlegen, was will ich eigentlich umsetzen an Meinung und ist ein Konto besser steuertechnisch oder ist ein Wertpapier besser? Historisch war oft das Wertpapier besser, wenn Sie die Spekulationsfrist nicht einhalten konnten, weil wenn Sie innerhalb der einjährigen Spekulationsfrist agiert haben, dann war der Steuersatz nicht Abgeltungssteuer, sondern persönlicher Steuersatz, also 45% in der Spitze plus gegebenenfalls Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer. Wow, danke für die ausführliche Antwort auch hier an der Stelle. Wie Christoph eben schon sagte, wir schicken gerne auch das White Paper mit zu. Da haben Sie nochmal alle Informationen gebündelt. Ansonsten verlinken wir es auch gerne bei YouTube. Da können Sie dann direkt den Link finden. Also Christoph, ganz, ganz herzlichen Dank. Das Thema Steuern ist auf Riesenbegeisterung gestoßen und ich denke oder würde mich freuen, wenn wir da nochmal ein Follow-up planen würden. Ganz, ganz herzlichen Dank. Danke auch und einen schönen Mittag noch. Danke, schöne Börsenwoche. Bis dahin.